Alex und Benny machen sich auf den Weg in den Kurzurlaub auf dem SM-Gutshof. Alex' Sohn bleibt über das Wochenende bei Oma. Wie viel weiß er davon, wie die beiden das Wochenende verbringen? Dass wir in Harz fahren und uns über Nacht ausspannen. Und ja, ich glaube, das war dann schon genug. Mehr Informationen wollte der irgendwie nicht haben. Das ist uns auch ganz wichtig. Mein Sohn ist 14 und mitten in der Pubertät. Und ich möchte oder wir möchten eigentlich nicht, dass, wenn er seine eigene Sexualität gerade entdeckt, dass er als erstes mit solchen Sachen in Berührung kommt. Die Vorfreude auf das Wochenende ist bei dem Ehepaar groß. Ich freue mich am meisten auf schöne Stunden mit meinem Mann, die ja doch recht selten sind. Und natürlich auf den Gutshof an sich. Das gemeinsame Spielen mit Sachen, die wir zu Hause nicht haben. Nach 3,5 Stunden Fahrt kommen die beiden auf dem Gutshof an. Dort werden sie schon von der Betreiberin erwartet. Hallo. Hallo, ich bin Anna, hallo. Alex, hi. Alex. Benny. Benny, hi. Schön, dass ihr da seid. Der Gutshof hat 4 Suiten mit unterschiedlichen Themenwelten. Für jede BDSM-Vorliebe ist etwas dabei. Die beiden bekommen eine kleine Führung durch das Haus. Das ist so Schlaferlebniszimmer. Mhm. Das ist zum Beispiel der Sybian. Das ist diese Orgasmusmaschine für Frauen. Aha. Also wir haben das für Männer und für Frauen. Ja, das wirkt sensationell. Okay. Wissen eigentlich die Nachbarn so in näherer Umgebung, was das hier ist? Oder? Ja, das wissen die natürlich. Am Anfang hat man ganz schöne Probleme, muss man natürlich dazu sagen. Weil die, was der Bauern nie kennt, frisst er nie. Ja. Also da ging es um, ist ein Bordell und ein Swingerclub und ein Puff und ach, alles Mögliche ist da rumkursiert. Und dann haben wir einfach einen Tag der offenen Tür gemacht. Ja, dachte ich ja, mir schon. Angriff ist der beste Weg. Ja. So, da gehen wir mal eine Etage höher. Vorsicht, hier ist eine Stufe, dass ihr nicht fallt. Das, was dran steht, ist auch drin, Privatklinik. Ja. Richtig mit Wartezimmer. So. Cool. Ich komme mir vor, wirklich wie beim Arzt, das gibt's doch gar nicht. Siehst du, passt doch schon. Ja? Also jetzt noch der Arztkittel und dann ist alles Arztkittel gut. Ist alles da. Ihr könnt alles hier. Und der Krankenschein, super. Mit Krankenschein, Krankenschreibung kann alles gemacht werden. Wir nehmen dir mal da oben so ein paar Scheine für die Rezepte mit. Pflegebereich? Ich sage ja, es ist nicht jedermanns Geschmack. Ja, ne? Ja. Aber wer so was Authentisches wirklich sucht und damit einen Fetisch verbindet, der ist natürlich hier am besten aufgehoben. Ja, OP-Tisch, ne? Es funktioniert natürlich alles. Ehrlich? Ja. Ja. Das ist die Orgasmusmaschine für einen Mann. Unten hat man den Sybian-Kurs. Ja. Und das ist im Prinzip das Parallele für die Jungs. Mit so verschiedenen Zylindern. Und wenn man jetzt hier den Schlauch reinsteckt, dann geht das, ist wie so eine Melkmaschine. Dann geht das so, so hoch und runter und ist total genial. Wow. Das ist jetzt schon so ein bisschen die Hightech-Geschichte. Ja. Also man kann hier zum Beispiel mit der Fingerfixierung, dann macht man das hier rum. Hier drauf, da sind diese Spannschlösser, die man hier einfach reinsteckt und danach ist auch vorbei. Aber wirklich dann kein Entkommen mehr? Nee, da ist echt kein Entkommen mehr. Also man muss es halt mögen. Eine skurrile Themenwelt nach der anderen. Alex und Benny sind beeindruckt. Habt ihr schon mal angefasst? Erstmal ein bisschen ungewöhnlich. Ein bisschen was von Gummihandschuhe. Hier ist der Kopf frei und hier ist Genitalbereich frei. Man kommt überall ran, kann aber nie raus. Man kann laut sein, man kann sich ausleben. BDSM ist eben vielseitig. Wie gut kennt ihr euch eigentlich damit aus? Wir machen mit euch den Check. Was ist das? Und wofür kann man es benutzen? Das sieht ein bisschen aus wie vom Zahnarzt, ehrlich gesagt. Falsch. Zum Ravioli ausstechen. Auch nicht. Oh mein Gott. Bist du damit nicht einfach nur so über die Haut oder so? Ja, genau. Oh. Wenn man es nicht zu doll macht, denke ich sogar, dass das ganz angenehm ist. Und was ist das? So.
Über den Penis? Nein. Das könnte auch ein Halsband sein. Manche stehen ja auf sowas. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ist auch falsch. Ich frage mich dann gerade, was das hier ist. Das hat mich jetzt an diese Zahnarztdinger erinnert. Hat damit aber nichts zu tun. Also ich glaube, da kommt ein Ball rauf, wie als Stöpsel für den Mund, dass man nicht mehr reden kann. Das wird dann halt um den Kopf geschnallt. Richtig. Und das hier? Das klemmt man ja anscheinend irgendwo ran. Mhm. Zum Kitzeln. Könnte man auch. Ach so, eine Nippelklemme, ne? Bingo. Ich kann mir nicht vorstellen, wo ich das ranklemmen sollte. Also so hier. Ihr seid echte Experten. Nach der Führung dürfen Alex und Benny jetzt ihr Domizil für die kommende Nacht beziehen. Oh, wow. Es riecht auch natürlich noch etwas neu. Ja. Ist das schön. Boah. Guck dir mal die Balken an, ey. Das ist ja der Wahnsinn. Boah. Badewanne, logisch sieht man ja, Bad ist hier. Wow. Ne? Offene Dusche. Eine echte Wohlfühloase, in der Alex und Benny heute Abend ungestört ihre sexuellen Vorlieben ausleben können. Home sweet home, ja? BDSM bedeutet für uns Leidenschaft, Vertrauen, Hingabe, Gefühl, Zuhören und Reden. Ich kann ja meine Frau mit einer Gerte auf den Po hauen, nur wenn sie mir vertraut und wenn sie weiß, wo meine Grenzen sind und ich ganz genau weiß, wo ihre Grenzen sind. Ich bin ganz bei meiner Frau und ich sehe, tut es ihr weh, ist es noch angenehm, ist es zu warm, ist es zu kalt im Raum, hat sie kalte Füße. Aber ich merke auch an ihrer Atmung, an ihren Bewegungen, ist das jetzt noch okay oder ist das jetzt schon zu weit? Und da muss ich natürlich ganz viel Verantwortung für sie auch übernehmen. Und sie muss halt das Vertrauen haben, mir diese Verantwortung zu übergeben. In ihr erotisches Abenteuer starten Alex und Benny mit einem romantischen Abendessen. Die beiden wollen ihre Zweisamkeit genießen und sich stärken. Für einen Abend mit Open End. Auch bei Sophie geht es jetzt zur Sache. Sie dreht einen neuen Clip fürs Internet. Sex für jeden sichtbar. Vor der Kamera ist für mich halt genau wie ohne Kamera. Das ist ja eigentlich so, wie ich bin, also mein privates Sexleben, nur aufgenommen. Also es macht mir Spaß vor der Kamera, weil ich weiß, dass es halt dann andere Leute auch sehen werden. Das macht mich schon ganz geil. Sophie hat wenig Hemmungen in Sachen Sex. Aber auch für sie hat der Spaß Grenzen. Ich mache nicht alles, was die Männer von mir verlangen. Ich mache halt nur das, worauf ich auch Lust habe. Ja, worauf ich selbst Bock habe, was auch zur Situation passt. Es kommt aber auch nicht oft vor, dass Leute irgendwas wollen, was ich nicht will. Wer schaut denn Sophies Videos? Wirklich nur Männer? Die Zahlen sagen ja. Männer gucken am häufigsten Sexfilme. 20% von ihnen sogar im Büro. Jede siebte Frau aber auch. Ach ja, und übrigens, 70% der pornografischen Daten werden an Werktagen zwischen 9 und 17 Uhr abgerufen. Sophies neuer Clip ist abgedreht. Warum sie währenddessen das Outfit gewechselt hat? Ich wollte meine beiden Seiten gegenüberstellen und ja, ich habe natürlich erst das niedliche Süße gedreht und dann das Versaute. Und wie ist es geworden? Bist du zufrieden? Gut, ich bin sehr zufrieden damit. Also ich schaue es mir nachher nochmal an. Und ja, ich fand es, also es ist genauso geworden, wie ich es mir vorgestellt habe eigentlich. Anatoli hatte in seinem Leben erst dreimal Sex und das ohne einen einzigen Orgasmus.
In einem intensiven Gespräch hat Bodyworker Christopher versucht herauszufinden, woran das liegt. Die 2,5 Stunden knapp waren durchwachsen so ein bisschen. Nicht überall sind wir aufeinander gekommen. Ich glaube, dass es viel mit seiner Einstellung zu tun hat. Also seine Einstellung gegenüber der Welt. Dass das auch eine Wirkung hat. Und in dem Moment, wo du sagst, hey, hier bin ich und ich bin offen und ich habe Lust, Leute kennenzulernen und ich schaue mit einem offenen Blick, dass dann habe ich auch eine andere Anziehung. Ne? Dieses schnelle durch Online kennenlernen und danach sich treffen und so weiter, das ist da nicht so mit emotionaler Bindung verbunden. Ja, man kann da nicht so Emotionen aufbauen. Ich habe gar nichts gegen diese Online-Welt, ne? Und gegen Dating-Plattformen und sowas. Ist ja ganz fein, kann man ja alles nutzen. Aber es ist natürlich auch relativ brutal, ne? Weil ich suche mir einen Menschen und gefällt mir nicht, weg damit. So, ne? Und da geht es nur ums Aussehen, da geht es nur um die paar Stichpunkte, die die Menschen da drunter schreiben. Deswegen habe ich ihm sehr empfohlen, also erstmal jemanden kennenlernen und wirklich in Kontakt kommen mit diesem Menschen und sich Zeit lassen und an einem Ort Sex haben, wo man sich wohlfühlt. Anatoli hatte bisher ausschließlich One-Night-Stands, alle ohne Orgasmus. Deshalb hat er Hilfe bei Sexological Bodyworker Christopher gesucht. Was hat es gebracht? 4 Wochen nach unserem Dreh schickt er uns ein Video. Leider habe ich nach wie vor keine Freundin, also haben die Tipps von Christopher nichts gebracht. Also ich soll ein bisschen ich selber sein und mich nicht verstellen. Habe ich alles gemacht. Und ich habe auch Leute auf der Straße, also Frauen auf der Straße angesprochen. Hat leider nicht gefruchtet, ich habe Körbe bekommen. Jede sagt, ich bin nicht hässlich, ja schön. Aber keine hat trotzdem Interesse, ja. Man ist nicht ewig jung und wenn man älter wird, dann wird man nur noch hässlicher und faltiger und dann wird es noch schwerer. Und ja, das waren so meine Erfahrungen und meine aktuelle Situation, dass ich nach wie vor keine Freundin habe. Vielleicht braucht es doch noch etwas mehr Selbstvertrauen und Zeit, bis Anatoli Christophers Tipps, um real ein Mädchen kennenzulernen, umsetzen kann. Aber wenn wir eins gelernt haben, ist es doch, dass Aussehen, Alter und Anzahl nicht so wichtig sind. Vor allem nicht für guten Sex.